Es gibt noch drei Stufen von der GPS-Rakete, um überhaupt so weit rauszoomen zu können. Das, was wir jetzt haben, bringt uns ja gar nichts. Doch, ein bisschen schon. Ach doch, man kann so rumklicken. Okay, man sieht's. Da ist unser Gasfeld. Siehst du das? Da sind drei so Punkte. Stimmt. Das muss die wirklich durch das Dingens durch sein. Das Oridium. Das ist unser Radium, wo da liegt. Lol. Dann sehen wir, dass da hinten alles ist. Das ist das große Schiff. Hier hinten ist das Eismeer. Das ist auch Warte. riesig. Das ist ein riesen Eisgletscher. Was halt da hinten ist, weiß ich halt nicht. Da ist nix. Also wir sind ja wirklich quasi neben dem Schwefelfeld. Nur wir kommen nicht hin. Im Prinzip muss innen noch ein Klotz Eis tauen, dass wir da durchkommen. Und da hinten ist der Draht oder was auch immer das ist. Boah, das ist bei gut weit weg. So. Ja, Das ist. Bewässerung niedrig ist okay. Aber das ist ein Wassersee, siehst du das? Ja, wie Irgendwas ganz gesagt, Großes. wie gesagt, ich hätte jetzt gern noch einmal uns gerüstet und zu dem Feld da hinten gegangen. Das will man eigentlich die ganze Zeit schon sehen und. Ich finde immer noch Titan und so. Titan haben wir ja, ne? Quatsch. Hallo. Und Superlegierung. So, ich nehme mir 5 Luft mit. So. Bisschen was essen. Gut. Ich bin gewappnet, also rüste dich, mein Herr, und dann würde ich gerne los. Jo. Für die letzte Tour heute. Hoch, bin blöd, wie 5 cm Feld will ich. Wow. Hier Gute fünf. Luftdruck hängt bei uns noch nach. Kernreaktorstufe 2. Ja, da sind wir noch auf dem guten Weg, aber Luftdruck müssen wir irgendwie mal noch pushen demnächst. So, haben wir alles? Mal den Luftdruck eigentlich erhöhen. Mit den Mit Bohrern, gell? den Bohrern, da wo wir 4 stehen haben. Dann machen wir vielleicht mal danach der Tour noch zwei hinstellen, sind Ja, wir komm. ja. Oder Da drei. ist Wasser Was? vor uns. Wasser? Will mal gucken. Gehen wir mal kurz dahin. Natürlich, da können wir auch rechts rum, glaube ich, hinten lang. Da haben wir ja auch noch die kleine Box, da können wir auch noch mal reingehen, um kurz Luft zu Ja, holen. ja. Und du hast recht. Das ist knapp, dass du. Gut, dass ich da nochmal gesagt habe, irgendwie habe ich Angst, dass mir das voll Wasser läuft. Und ich hätte recht gehabt. Ich hätte einfach fucking Schwimmen. nochmal recht. Das ist Wasser, also. Das sind die, glaube ich, diese Eisplätze, wo da geschmolzen sind. Keine Ahnung. Kann man das eigentlich abbauen? Da. Also hier kommen schon langsam Pfützchen zusammen. Wie Kann weit man da das Wasser laufen? steigt, ist dann auch noch interessant. Macht gar keinen Sinn. Ja, es ist ja Geräusch. nicht tief, das ist ja, ne? Da ist es ein bisschen tiefer, guck. Da platscht's auch, wenn du durchgehst. Es ist okay. Es wird halt interessant, wie hoch das Wasser hier schlussendlich steigt. Also wenn wir Pech haben, Da müssen wir mit unserer ganzen Putze umziehen. und zwar ganz hoch. Ja, jetzt komm. Aber das ist ein später Problem, nicht ein Jetzt-Problem. Sag nur, wo gehen wir eigentlich jetzt da hin? Hier lang. Zur. Dieser Kurve da oder was? Ja, wir gehen hier jetzt dann links oder so. Wie haben wir jetzt so schnell auf 4,32 Mega TI gekommen? Also,
Millionen halt. 4,7. Mega, mega, nicht Millionen. Es macht keinen Sinn. Was ist hier neu? Eisen, Silizium. Was ist das hier für ein... Es sieht auch seltsam hier aus. Ja. Ah, da ist was Abgestürztes links, siehst du? Ja. Was ganz, ganz Seltsames. War beides ganz seltsam. Da steht eine Solarzelle rum. Kann man nicht abbauen. Doch. Lol. Oh, komm mal. Ne. Ich würde gern zu dieser Kiste, mein Freund. Ich gehe mal oben und du so. Ein Chip. Superlegierung. Alu. Nahrung. Wasser. Leinsamen. Kürbissamen wäre drin. Ist aber gerade unrelevant. Hier hinten hast du nochmal so Solarpaneele. Ganz viele Solarpaneele. Ganz viele. Wo? Zwei Solarpaneele hier hinten. Ganz viele. Aber du kommst nicht dran, weil die unter, irgendwie unter dem Ding ist. Ich sehe die Mikro- nicht. Ach, da drin. Die kannst du abbauen. Toll. Noch ein Chip. Und die kann ich gerade fressen. Nur. Und Chip. Kürbissamen, den lasse ich mal draußen. Ja. Zum Fressen hätte ich auch noch was bei. Superlegierung. Wo bist du hin? Ja. Und einmal Superlegierung. Hier nochmal Weltraumnahrung. Hier ist nochmal eine Box. Weiter links. Sauerstoff niedrig. Ja, bei mir auch. Ich warte noch kurz. Jetzt haben wir kritisch. Okay, das ist einfach nur eine Box hier. Wie wenn es einer hier schon mal probiert hätte, um durchzukommen. So, wo bist du? Ich bin hier vor den Steinfeldern. Bin weiter links hochgegangen. Okay. Ach, bei der anderen Box hier. Ja, die ist auch noch eine große Box. Da ist aber nicht offen. Ist komplett zu. So, ich habe noch viermal Luft. Na, wir sind immer dran. Wobei gelaufen. Da ist das Rad, schau hin, rechts. Ja. Da gehen wir mal hier durch das komische Steinfeld. Ich frage mich gerade, ob das alles mehr wird. Ich hab ein ganz dumm das Gefühl. Also das, puh. Ah, Kiste, links. Bin ich an Aluminium vorbeigelaufen. Wirklich? Okay. Ja. Hast du es mitgenommen? Ja. In der Kiste ist nichts Wichtiges drin. Da ist noch ein Schiff. Das ist aber anders. Definitiv. Ja. Sieht aus wie so ein Hund. Flieg mal hoch, weil ich keinen Eingang sehe. Ah, hier. Uff. Vier Kisten. Okay, Aluminium, Superlegierung, Essen. Noch mehr Alu. Uran, noch mehr. Gesehen. Ja, gut, ne? Noch mehr Alu. Fressen. Silizium, Eisen raus. Natürlich rausschmeißen. Uff. Wegen den Solarpaneelen, ja, stimmt ja. Bin eigentlich voll. Ja, ja, kann ich trinke mal, dann nehme ich nur das hier mit. Ich trinke auch einmal. Hier ist ganz viel Nahrung drin. Ja, ja, aber brauchen wir rein theoretisch nicht mehr. Das ich ist es ja. Also, warum leuchtet das so bescheuert? Ja, weil man es abbauen könnte, aber wir das Werkzeug noch nicht dafür haben. Bohrer. Ja, das ist nur ein Symbol, mehr nicht. Ja, da ist noch eine Kiste. Auf das Ding drauf. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist nochmal zweimal Alu drin. Also Alu haben wir jetzt wieder in der Ecke. Na, da können wir auch wieder ein paar Satelliten, Stromteile basteln. Oh. Wir können alle mögliche jetzt damit wieder basteln. Ich bin jetzt links rum, im Übrigen. Hm. Zu der...
Hier sieht auch alles relativ komisch aus. Du bist schon wieder an Aluminium. Ich schau gerade echt kaum auf den Boden. Und mein Inventar ist voll. Auch wenn da, auch wenn da. Soll ich Kobalt rausschmeißen? Ja, wirf Kobalt raus. Ehrlich jetzt. So was wie Kobalt. Wirf's weg. Kobalt kriegen wir so auch. Da ist noch eine Kiste. Ist ja und übel. Aluminium. Und Aluminium. Ja, da ist auch Alu drin. Und was zum Essen. Wer ist denn da explodiert? Ich habe keinen Platz mehr. Auch nicht. Ich pack jetzt die Weltraumnahrung hier in die Kiste. Weil irgendwann findet man die nochmal. Lieber nehme ich das Alu mit. Da ist noch mehr. Mhm. Das Eisen. Warum habe ich so viel Eisen dabei? Weg damit. Weg damit. Weg. Ich tue mal halt meine ganze Scheiß hier raus. Die ganze unnötige Müll. Ich flieg mal zwecks der Übersicht einfach mal hier hoch. Okay, krass. Ich habe noch dreimal Luft, wenn es wäre. Unser Schiff sehe ich auch schon wieder. Ja, auch cool. Wie viel Luft hast du noch bei? Drei. Wie viel? Drei. Ja, komm. Ich will zu dem Rad. Nur mal versuchen, in die Nähe zu kommen. Jetzt mal Aluminium finden. Ich habe jetzt mal ein paar Müll rausgeworfen von mir. Ich habe Eisen und ich habe absolut keinen Platz mehr. Ich habe Alu mitgenommen. Hier ändert sich aber auch die Farbe so komisch, wenn wir da drin rumlaufen. Vielleicht kannst du da mal eine Bombe reinstellen. Dass das die Aluminium-Ecke ist, das könnte sein. Da hinten war da. Sieht auch nach Aluminiumstein aus. Ja, irgendwie schon. Ja, können wir nächstes Mal probieren. Überlegen wir mal. Ja. Können wir nächstes Mal probieren. Über nächsten Samstag sogar. Komplett. Oh, geil. Uncut 4 Stunden. Sichere 4 Stunden. Wenn ich sogar mehr. Uff. Ich glaube, der Checkpad, der brauche ich doch auch noch. Also, ich muss gucken, vielleicht kriege ich den jetzt irgendwie zusammengeschustert. Es gibt ja auch ein Exoskelett, damit, mit dem wie wir 30% schneller laufen könnten. Habe ich gerade vorhin gesehen. Den machen wir uns jetzt dann auch nachher. Alter, das ist ein Raumschiff. Das ist ein Raumschiff, das sieht aus wie ein Torbogen. Aber es ist ein ganz seltsames Raumschiff. Enterprise-Feeling habe ich da gerade richtig, ey. Nee, da gibt's doch die Dinger, da wo man sagt, ja, kreisförmig. So. Ich glaube, ich weiß das. Oh, das ist so ein Sonnendetektor. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt ja solche Möglichkeiten. Das ist übel. So, Sauerstoff kritisch bei mir. Ich muss mir reindrücken. So, müssen aber bald umdrehen, weil der Weg weit ist. Es kann aber auch noch alles Mögliche sein. Das ist keine Ahnung. So, geh mal heimwärts. Der Weg ist weit. Dann geradeaus. Hier. Hä? Geradeaus. Wo gehst du hin? Da steht zu Hause. Nee, da ist ja der. Fällt ja dann ein Bogen. Wir gucken, ob da noch hinten was ist. Ja, wie gesagt, zweimal Luft. Wir müssen heim. Also da gehen wir nachher nochmal. Irgendwann. Da gehen wir irgendwann nochmal hin. Das ist auf alle Fälle. Ja, eigentlich haben wir schon genug Luft. Ich will es halt nicht übertreiben. Mittendrin verreckt man unterwegs und dann hast du auch nichts gewonnen. Und ich glaube, wir haben nicht mehr so weit, bis wir wirklich immens lange Luft haben. Also, dass uns die Luft nicht mehr ausgeht. Hey, jetzt. Wir haben halt schon Wolken und Wasser. Ja. Ja, da hinten hast du auch schon. Ich sehe unser kleines Hütchen. Nee, kann nicht sein, dass du unser Hütchen siehst. Doch. Da ist der Felsen im Weg.
Ach so. Ich ja. Ah ja, okay. Oh. Joa, ne? Sollen wir nochmal durch das Teil da laufen? Ja, macht. Welches Teil? Durch diese. Das hier wird auch ganz diesig. Das ist so komisch. Ja, ja, hier verändert sich die komplette Optik, wenn du da durchgehst. Goldene Kiste! Goldene Kiste! Geil. Mach leer, wenn geht. Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott. Komplett geisteskrank. Alles voll. Ein goldener Samen. Okay, den musst du mitnehmen. Der ist riesig. Das Ding ist pervers. Da haben wir 3 von denen. Und hab auch die Kiste abgebaut. Nice. Und hab super. Noch eine Kiste. Das ist so krank. Ja, die haben wir schon gehabt. Ja. Komm. Warte mal, ich mal noch ein bisschen mal Kürbis fressen. Kann ich die mit reinmachen? So. Aber die goldene Kiste war perfekt. Die war gut, nochmal da reinzugehen. Ja. Naja, dann machen wir nochmal so ein Ding Stufe 3 hin. Ja. Wenn du noch eine findest, nimm die auch noch mit. Nö, glaub. Also goldene Kiste meine ich, wenn wir nochmal so eine finden. So, Sauerstoff niedrig. Nächste Pulle. Also ich glaube, wir schaffen das. Also das ist. Ey, und das huckt so immens einfach. Jeder Schritt, den du machst, der huckt. Also das Spiel macht gerade richtig. Das ist richtig krank. Also es ist gerade unfassbar. Es ist selten, dass ein Spiel so viel Bock macht. Sora-Anteil, das ist echt ohne Scheiß. Was mich aber noch irritiert oder nicht irritiert. Was mich noch ein bisschen stört, wäre der Wiederspielwert. Ich glaube, dass der Wiederspielwert nicht so groß ist von dem Spiel. Einmal durchspielen und 100% machen, aber dann der Wiederspielwert. Guck dir die Pfütze an. Die wird größer. Nee, ich stehe gerade in der Pfütze, in der könnte ich baden. Ja, cool. Ich bin echt gespannt, ob wir noch höher ziehen müssen. Ich gehe von ganz dummer Weise aus, dass wir höher müssen. Oh, Algengenerator. Lol, jetzt geht's aber auf, ne? Jetzt knallt's aber richtig. Jetzt haben wir wieder so einen Punkt erreicht, wo alles kommt, ne? Also ich glaube, wir sind hier gerade echt am Anfang von einem Meer. Ja, entweder sind wir richtig an der Küste, ich hoff's, dass das Wasser wirklich nur bis zu unserer Klippe hochgeht. Wenn wir Pech haben, geht's bis da hoch, aber ich hoffe mal nicht. So. Ja, der, zum Beispiel der Bohrer, der ist, ich schätze mal, vielleicht haben wir auch Glück. Okay, den haben wir jetzt durch die Wärme bekommen, den Algengenerator. Okay. Okay, mache ich instant den Algengenerator? Ich mache jetzt Silizium, Magnesium. Erstmal so. Aluminium. Wir haben Aluminiumkiste ist voll. Ja, lol. Ist voll. Ja, lol. Ja, wenn man sagt, wir haben die Aufnahme oder den Stream heute begonnen mit, wir brauchen unbedingt Aluminium. Hast du das eigentlich aufgenommen? Ja, ja, natürlich. Mache ich immer. Super. Alter, jetzt haben wir wieder arschviel. Haha. Deswegen habe ich auch jetzt aus Versehen Aufnahme gesagt. Was ja auch nicht falsch ist, ne? So, wo muss ich dich hinstellen? Okay. Ich hab ganz viele von diesen Chips in meiner Hose. Ah, von denen habe ich auch 2. Ein oder 2. Dich muss ich, glaube ich, ins Wasser stellen. Alter, das nächste Ding. Noch eins.
Jetzt haben wir zwei Sachen auf einmal bekommen. Ich glaube, wir haben eine wichtige Sache nicht gesehen. Weißt du, was jetzt aber ein Problem ist? Das Ding muss ich, glaube ich, ins Wasser hier stellen. Den kann ich herstellen. Was denn? Schiebe dran. Zerstör dran und platziere Gegenstände. Schiebemaschine. Sauerstoff 79. Mach Pflanzen 0,5 Gramm. Das musst du ins Wasser stellen wie eine Boje. Ja, da musst du erstmal warten, bis das Ding. Hast vielleicht zu früh gebaut. Kannst nee. Du das Ding hinsetzen? Ich hab's da in die Pfütze gestellt. Hier. Ich sehe es gerade am Stream. Komm an. Es wird aber höher. Man sieht halt, dass das Wasser steigt. Schreddermaschine haben wir bekommen. Brauchen wir Schwarzpulver für. Zerstört darin platziert die Gegenstände. Aha. Also wenn man irgendeinen Schrott hat. Ist ja cool. Ja? Boah, ich muss mal einen Schluck trinken. Alter, was? Wir können den hinbauen. Wir können den bauen. Ich mach den 5-fach-Rucksack. Alter. Was ich brauche? Ich hab 3 Superlegungen. Aber ich muss was gucken. Ich muss dringend was gucken. Ich darf jetzt nicht drauf achten. Ich muss erstmal was anderes gucken. Brauche ich noch irgendwas an, weil der muss nicht wichtig sein, aber es kann. Du hast die Boje, hast du gemacht, ne? Ja, habe ich gemacht. Die. Den Schreddermaschine, ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ja, das ist nur, um irgendwelchen Müll loszuwerden. Ja, können wir irgendwann mal auch mal hinsetzen, also noch nicht. Also ich würde erstmal diese Pflanzengedönse erstmal hinbasteln. Welche Pflanzengedönse? Für die Röhre 3. Ja, stimmt. So eine können wir wieder brauchen. Guck mal auf den. Ich setze die mal wieder auf. Brauchst du Wasser, Silizium, also zwei Silizium. Ja, das habe ich alles. Setz das hin, mach die 600er Pflanze hin. Auch wenn es nicht mehr so signifikant viel bringt. Oder? Er setzt die Pflanze ein und. Ja, gut, 100, ne? Es bringt schon noch ein bisschen was. Wie gesagt, Sauerstoff sind wir relativ am Ende. Ich mach. So, dann bei 50 Mega TI kriegen wir den Seewassersammler. Okay. Du könntest dir noch 5er Rucksack machen. Auch. Warte, ich habe noch einen Chip. Wie viel Superlegierung hast du? Hose. Eine. Eine? Ja. Zwei. Fuck, nein, reicht nicht. Brauchst 3 Superlegierung und 1 Titan. Wir können mal doch Superlegierung herstellen. Ja, dann kannst du einen 5er Rucksack machen. Ich mach den 5er Rucksack. Wie viel brauche ich dafür? 3. Alter, wie viel Platz habe ich denn davon jetzt? Mein Gott, Superlegierung. Silizium, oder? Ja, Silizium. Also Silizium, Titan. Zweimal. Eisen zweimal. Und was ist noch drin in Superlegierung? Einmal Eisen, Magnesium, Silizium. Alles einmal. Titan einmal. Ah, Kobalt brauche ich auch, ne? Fuck. Ich brauche noch zweimal Kobalt. Titan. Ich mache jetzt 2 Titan. Kobalt. Hey, ich will halt einfach nicht aufhören. Es ist 1:30 in der Früh. Kannst du mir auch nochmal 4 mitbringen? Was? 4? 2 Kobalt. Ja, hab ich. Hab ich aus dem Bohrer raus. Den müssen wir auch demnächst mal ausleeren. Weil ich mache mir jetzt einen scheiß Jetpack-Rucksack. Jetpack-Rucksack. Scheiße, mir fehlt schon wieder an diesem einen Iridium. Bleib mal stehen. So, zack, zack. Hab ich hingelegt. So, zack. Zack. Dann brauche ich noch einmal Titan. Noch einmal Titan. Und dann kann ich... Zack. Alter, der hat richtig... Puh, der hat Platz. Alter, wir brauchen eine zweite Aluminiumkiste. Mir fehlt 9 Iridium.
So, einmal leer machen. Wie viel fehlt dir? 9 Iridium. Jo. Dann kann ich mir das Ding machen. In der Höhle, gehst du halt nochmal zu der Höhle. Eisen, Magnesium, Silizium, Titan. Oh ja, das dauert. Die Prozentzahl steigt ganz ultra langsam. Ja, ja, darfst du aber auch mal, ne? Wir, um ehrlich zu sein, wir hätten die Möglichkeiten jetzt, das komplett zu eskalieren. Und jetzt auf gleich. Das Wasser ist gerade ziemlich am... Am Steigen, ja, ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich guck noch mal kurz in das andere Ding rein. Wo uns ja das Eis aufgeschmolzen ist, in die eine Osmiumhöhle rein. Da geht's ja noch mal durch. Da ist ja noch so ein Klotz. Vielleicht findest du dann auf einmal so ein fettes Riesenreservoir. Vielleicht ist ja das auch schon offen. Ne, leider nicht. Vielleicht ein Schlitz. Ich schau gerade, wann es schmilzt. Ab 5 Myka. 5 Myka braucht man. Also, ich habe eine ganz blöde Vermutung, dass das definitiv hoch wird. Ja, müssen wir gucken. Das hilft nicht. Aber jetzt überleg mal, so hoch hätte man gar nicht können. Anfang. Ich glaube, das ist auch extra so, dass ja, ja, du dann... dass du nochmal umziehen musst oder so. Ja. Ja, okay. Das andere schmilzt so bald noch nicht. Da haben wir jetzt die Hälfte erst erreicht von dem. So, wie gesagt, Luftdruck könnte man eskalieren. Mach mal... Bohrerstufe 4... Kannst du den schon bauen oder kannst du... Nee, der dauert noch. Da brauch mal 41 Myka. Also von der Wärme her bräuchte man noch mal mehr. Bau mal 3 Bohrer oder so. Damit wir mal ein bisschen Platz haben für... Damit nee, der ja, gut, ne? Eisen, Titan. Wir haben ja Strom noch. Genug. Ich nehme mal... Ganz viel Titan mit, ganz viel Eisen mit. Ich baue jetzt einfach mal so viele Bohrer, wie man Titan hergibt, ne? Ich hab nur eine Sauerstoffkapsel. So. Eins, zwei, hoch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wie haben wir das jetzt geschafft? Ich hab... Du nicht gemacht. Ich hab den Strom zum Erliegen gebracht. Ich hab zwei Bohrer hinstellen können, dann war leer. Der Strom. Ja, ne? Muss ich dringend nach Hause, weil jetzt sonst habe ich. Schlimme das letzte ist. Sauerstoffkapsel, wo ich habe. Muss ich dringend nach Hause. Das Schlimme ist, wir müssten halt nochmal den einen Bohrer leer machen und. Der ist übrigens leer. Wir müssen da nochmal leer machen und wir müssten dann nochmal da hinten, wo das Sand da kommt, runterrieselt, damit der Superlegierung fahren. Alter. Ist halt wirklich geisteskrank. Wir haben den Stream oder das Spiel heute gestartet mit dem im Auge. Hey, uns geht Alu aus. Wir brauchen dringend Aluminium, um endlich mal voranzukommen noch. Und haben jetzt die komplette Kiste voller Aluminium. Es ist so krank. Ey, da haben wir eine. Kann ich die unsere Kapsel abbauen? Die probiere ich nachher. Ja, probier mal. Was wir da rauskriegen. Bumm, voll!